Hallo, der Blind Spectator vor euch, Amigo, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island. Wo willst du denn hin, Schrubbi? Du hast das Chaos nicht beseitigt. Fang wieder an zu wischen. Ich bereue die Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nur ein bisschen. Warum schuldest du Captain Madison einen Gefallen? Nun, ironischerweise war ich in einer Kiste eingesperrt und sie hat mich befreit. Du meinst, so wie ich es gerade getan habe? Das ist nicht das Gleiche. Warum Was nicht? Was genau hat Madison vor? Ich wäre in der Tat ein schlechter Spion, wenn ich dir das sagen würde. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Komm schon, sag mir, was Madison vorhat. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Komm schon. Du erniedrigst... Okay. Das abwischen. Da ist auch noch was. Hey, du hast deine Stelle über... Ah, verrückt. Da ist doch auch noch was. Ich will mir die Aussicht nicht verderben. Ich mach damit auch dreckig. Wenn ich einmal wische, mache ich dreckig. Wenn ich ein zweites Mal wische, mache ich sauber. Jetzt raff ich das System erst. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Warum kriege ich das hier jetzt nicht mehr wieder weg? Jetzt alles sauber? Sieht aus, als hättest du eine Stelle über... Natürlich nicht da hinten noch. Verrückt. Das heißt, ich muss das Ding abstellen, dann wird es sauber. Und dann kann ich... ...den Ton da hinten abwischen. Du hast eine Stelle übersehen. Ich sehe nichts mehr, wo ich was übersehen habe. Wenigstens riechen sie nicht wie lebende Hühner. Das hebe ich auf keinen Fall mit meinen... Ich glaube, es ist Hühnerfett. Hoffentlich regen sich meine Mitbewohner nicht auf. Ich sehe hier nichts, was ich noch übersehen habe. Ja. Kann ich diese Schrauben da irgendwie wegmachen? Okay, das muss ich mit jeder Schraube einzeln machen. Das ist natürlich... Toll. Es ist wirklich eng. Ich kann mich nicht ganz durchquetschen. Das heißt, wir brauchen das Hühnerfett. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Halt die Schnauze. Ah, verrückt. Besser. So, und da können wir jetzt durch, ne? Das Schmierfett hilft ein wenig. Aber nicht genug, oder was? Ja. Nee. Nee. Okay, mit dem. Ich glaube, das funktioniert nur bei Papageien. Okay. Auch nicht. Ich kann mit nichts sonst interagieren. Nee. Ich dachte, da wäre was. Ah, nee. Das ist jetzt ein leicht schmieriges Bullauge. Das Schmierfett hilft ein wenig. Brauche ich noch mehr Schmierfett? Du hast eine Stelle übersehen. Ah, verrückt. Man kann da noch mehr hinfetten. Du hast eine Halt die Schnauze. Ah, verrückt.
Nochmal. Sieht aus, als... Ah, verrückt. Okay, mehr geht da nicht. Es funktioniert. Okay. Ich kann nicht sehen. Vollauge. Klar, warum nicht? Das ist ein großes Ruder. Bestimmt. Zurück an die Oberfläche. Gebt nur die beiden Sachen. Und das Ruder... Wüsste ich nicht, warum ich momentan was damit tun sollte. Dass da jetzt ein Zeitlimit gibt. Ich denke, ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Hallo? Ja, hineinklettern. Das geht nicht auf. Ja, eben dachte ich mir. Da mal reinschauen. Ich kann nichts sehen. Einklettern geht auch nicht. Es geht nicht auf. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Bla, 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 bla. Dies ist bla, ein Haufen leerer Behälter bla, mit Affenblut bla, und Tintenfischtinte. Bla, 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 die bla, bla. Schaut euch das an, meine Lieben. Die einzige Karte, die den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island zeigt. Ja. Die Karte wird in meiner Kabine aufbewahrt. Niemand darf sie berühren oder in irgendeiner Weise durcheinander bringen. Bevor wir der Karte folgen können, müssen wir uns natürlich auf den Weg nach Monkey Island machen. Wie ist der Stand beim Zaubertrank? Warte, es gibt einen Zaubertrank? Erinnerst du dich nicht mehr an meine andere Geschichte? Um nach Monkey Island zu gelangen, muss man einen besonderen Trank brauen. Aber du und LeChuck, ihr wart beide schon einmal dort. Warum konntet ihr nicht einfach dorthin segeln? So funktioniert das nicht. Man muss den Trank jedes Mal neu herstellen. Wie funktioniert der Zaubertrank? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Es ist Magie. Er hilft nur, Monkey Island zu finden. Was ist drin? Mal sehen. Da ist Tintenfischtinte und Affenblut drin. Und ein gepresster Schädel. Daran kann ich mich gut erinnern. Außerdem Zimt, Minze und Schwefel. Und einige Farb- und Konservierungsstoffe. Oh, und ein lebendes Huhn. Aber hör zu, du solltest dir darüber noch keine Gedanken machen. Warte, bis du 12 bist oder so. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Der Trank ist fast fertig, Captain. Jetzt fehlt nur noch ein plattgedrückter Schädel und wir sind bereit, ihn zu kochen. Hervorragend! Du da! Da hinten! Der Neue! Ich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Wir haben uns vor etwa einer Stunde kennengelernt, während Iron Rose mich herumgeführt hat. Ich bin der neue Schrubbi. Da klingelt bei mir nichts. Nun, egal. Geh und hol uns einen Schädel. Einen Platten. Noch Fragen? Warum brauchen wir einen Schädel? Um den Voodoo-Trank fertigzustellen. Das haben wir doch gerade besprochen. Warum muss es ein platter Schädel sein? Weil es im Rezept so steht. Wo soll ich nach einem Schädel suchen? Das ist dein Problem! Kann ich mich hocharbeiten? Klar! Direkt in die Takelage, wo du die nächsten Jahre an deinen Knöcheln hängen wirst! Kapiert? Schon gut. Ja, man gewöhnt sich daran. Okay, ich kümmere mich darum. Ein Schädel. Platt. Dann beeil dich damit! Sitzung vertagt. Charmant wie immer. Und doof. Wir machen den Zaubertrank fertig und dann werde ich versuchen, die Karte in die Finger zu bekommen. Wie läuft es mit dem Zaubertrank? Du hast den Captain gehört. Er ist fast fertig. Geh und finde einen platten Schädel, wie er es dir aufgetragen hat. Wenn du das nicht kannst, nimm einen normalen Schädel und mach ihn platt.
Der Trank riecht, als wäre er fertig. Es fehlt nur noch der plattgedrückte Schädel. Einen schönen Schädel hast du da, Applebaum. Bevor du auf dumme Gedanken kommst, ich bin ein Geist. Mein Schädel funktioniert nicht. Und Putra hat schon gefragt, warum steckst du nicht deinen eigenen Kopf in den Topf und schaust, was passiert? Keine Sorge, ich habe mich nur unterhalten. Ich werde woanders einen Schädel finden. Okay. Da geht's ins Schiff. Sieht aus, als wäre sie leer. Hier kann man. Bereit zum Abfeuern. Ist doch schön. Feuerwerk. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Solltest du nicht oben im Krähennest sein und Ausschau halten? Die beste Show ist hier unten. Ich will sehen, ob du die Sache mit dem Schädel vermasselst. Kann ich im Krähennest nach einem Schädel suchen? Es gibt nichts, was du da oben brauchst. Irgendwelche Ideen, wo man einen Schädel finden kann? Ich bin eigentlich mehr ein Beobachter als ein Helfer. Wie ist es für LeChuck zu arbeiten? Ich kann nicht klagen. Wirklich? Das steht im Mitarbeiterhandbuch. Nicht klagen. Du wirst länger leben, wenn du dir das merkst, Neuling. Haben wir eine Gewerkschaft? Du sicher nicht, Schrubbi. Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Geil, eine Quizkarte. Was haben wir diesmal? Die Produktion von Monkey Island fand hier statt. Ich, keine Ahnung. Okay, da oben ist Chucky. Der allererste Punkt der Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff ist, Kratzbürste niemals zu streicheln. Hat doch geklappt. Gemütlich. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Tut mir leid für die Störung, eure Grausamkeit. Ich habe dir gesagt, du sollst einen plattgedrückten Schädel finden. Tu es, bevor ich stattdessen deinen benutze. Okay. Das Krähennest ist dort oben. Da oben gibt es nichts, was du brauchst, Neuling. Das sind nicht die Druiden, die du suchst. Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Ja, ich habe sie kaum berührt. Sie ist einfach auseinandergefallen. Ich bin kaum in die Nähe gekommen. Das ist eine Geisterratte, ist doch mega. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Ist ja gut gesichert, die Kabine. Das hilft zwar nicht viel gegen die Kälte hier drin, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Schön, eine Dia-Show von gruseligen Zombie-Typen. Moment mal. Der sieht genauso aus wie Elaines Brautschleier. Gemütlich. Gemütlich. Ich weiß, dass Kunst einen packen soll, aber das geht zu weit. Ich denke, der hat hier irgendwo die Karte versteckt, oder nicht? Aha! Du bist rausgekommen! Ey, ich habe einen Auftrag von LeChuck. Sofort stehen bleiben. Du kannst hochkommen, wenn ich es dir erlaube. Und das ist nie. Fang wieder an zu wischen. Hey, Mary. Hey, Mary, warum kommst du nicht mit mir? Ich kann dir das Schiff zeigen. Nein. Hey.
Tja. Wie mache ich Mary platt? Mary dabei zu haben, ist natürlich immer gut. Kann man den irgendwo beim Ruder einklemmen? Ich mag es, wie sich die Musik verändert. Das erinnert mich so an Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Da war auch jedes Mal die Musik, wenn du dann plötzlich unter Wasser warst, dasselbe Theme wie oben quasi, aber dann halt blubberig, leiser, leicht verändert. Das war cool. Okay. Oh, der Anker vielleicht noch. Suchen wir mal, ob wir mit dem Anker was machen können. Nee. Also der wird ja nicht platt gedrückt genug sein für den Zaubertrank. Hey, der Schädel ist nicht platt. Kann ich Mary mit irgendwas kombinieren, um ihn platt zu machen? Ich habe einen Schädel für den Zaubertrank. Toll! Nein, nicht wirklich, ne? Ich habe einen Schädel für den Zaubertrank. Das freut mich für dich. LeChuck, kannst du ihn platt drücken? Ich habe einen Schädel für den Zaubertrank. Ist es ein Platter? Nicht direkt. Ich sagte einen Plattenschädel, du nutzlose Bilgenratte! Okay. Also nicht. Ich muss los. Ich habe mein... Ich dachte eigentlich, ich könnte ihn vielleicht irgendwie mit der Kanone kombinieren, um da dann was daraus zu machen. Aber nee, irgendwie nicht. Aha. Wir haben aus welchen Gründen auch immer ein glühend heißes Stück Stab. Was machen wir mit einem glühend heißen Stück Stab? Weiß ich nicht. Aber es war wieder mal das Allzweckmesser, was sich als nützlich erwiesen hat. Ich sollte mehr gucken, ob man mit dem Messer irgendwas machen kann. Ist die Frage, ob das Ding auch glühend bleibt oder nicht. Ich glaube nicht, dass er eine kaputte Waschmaschine sehen will. Okay. Warum wir auch immer das machen? Ich werde mein Hemd wahrscheinlich in ein paar Wochen waschen, wenn es anfängt, Moos anzusetzen. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen. Du musst etwas für das Team tun. Das Ding heißt Waschmaschine, das ist eine Walze, ey. Zombie-Mann. Oh Mann, ich versichere dir, dass alles, was du vorhast, nichts im Vergleich zu den Qualen sein wird, die ich... Für alle, die es nicht kennen, wenn du früher deine Klamotten gewaschen hast... Ich würde deine Methoden bewundern, wenn du sie bei jemand anderem angewendet hättest. Danke, schätze ich. Wenn du früher deine Klamotten gewaschen hast, dann waren die ja logischerweise nass, sind sie auch heutzutage noch. Dafür hat man noch keine Lösung gefunden, aber heutzutage steckt man die in den Trockner. Damals hast du die aber zum Auswringen da dazwischen geklebt oder durchgezogen. Und dann waren die danach trocken. That's the plan. Und da steht Waschmaschine.
bin mir nicht sicher, also beziehungsweise Zeit zum Wäschewaschen beziehungsweise Waschmaschine reparieren stand da. Bin ich mir nicht sicher, ob das die korrekte Übersetzung ist, weil ich habe das Ding, um ehrlich zu sein, nicht erkannt gehabt. Aber naja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Return to Monkey Island wieder. Bis dahin, haut rein.